40 Tage, 40 Videos, immer um 14 Uhr, das ist mein 40.000 Abonnenten-Special an euch da draußen und heute machen wir 5 Tipps, wie ihr sofort besser Motorrad fahren könnt. Das und mehr nach dem Intro. Jedes Jahr fangen Tausende von Menschen an, Motorrad zu fahren. Und Tausende fangen wieder an, Motorrad zu fahren. Und genau für diese Leute ist dieses Video gedacht, aber auch für alle als kleine Auffrischung ihres Motorradwissens. Und vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei, den ich hier gar nicht erwähne. Den könnt ihr mir natürlich selbstverständlich in die Kommentare schreiben. Lasst uns anfangen mit Tipp Nummer 1. Ja, mein erster Tipp ist der: Kopf gerade, Augen parallel zum Horizont. Warum machen wir das? Aus verschiedenen Gründen. Als allererstes machen wir das, damit wir einfach die Geschwindigkeit richtig einschätzen können und dass wir auch nicht das Gleichgewicht auf dem Motorrad verlieren, beziehungsweise wir besser am Motorrad sitzen. Das ist ein kleiner Tipp und funktioniert wirklich gut. Auch hat das ein bisschen was mit dem Sichtfeld beziehungsweise mit der Peripherie zu tun. Ganz klar, wenn ihr schräg den Kopf haltet, habt ihr nur diesen Ausschnitt und wenn ihr den Ausschnitt anders wählt, im Gerade, habt ihr einen besseren Ausschnitt von der Straße und seht vielleicht ein bisschen mehr. Ist ein nützlicher Tipp und mir hilft es auch, besonders wenn ich in der Kurvenlinienwahl drin sitze, meine Linie besser zu wählen. Ein Tipp, bei dem ich jetzt erstmal Achtung sagen muss. Don't scream in the comments, don't scream in the comments. An der Kupplung und an der Bremse brauchen wir nur 2 Finger, nicht mehr. Lasst mich das kurz erklären, bevor ihr mich alle wieder zerfleischt in den Kommentaren. Ich weiß, dass manche Fahrschulen das anders lernen noch immer, obwohl es keinen Sinn macht. Sobald ihr aus der Fahrschule rauskommt, probiert es aus, mit 2 Fingern zu bremsen und mit 2 Fingern die Kupplung zu bedienen. Warum machen wir das Ganze? Das machen wir aus einem Grund. Wir wollen die Kontrolle über den Lenker besser haben und wollen aber trotzdem permanent bremsen können. Kuppeln ist jetzt nur Zusatzfeature, aber bremsen solltet ihr permanent Finger drauf haben, einfach damit ihr schneller reagieren könnt und eure Reaktionszeit bzw. der Reaktionsweg, besser gesagt, sich dadurch viel mehr verringert. Warum das noch so wichtig ist, ist auch, dass ihr nicht überbremst. Gerade am Anfang neigt man dazu, zu schnell und zu stark in die Vorderradbremse zu greifen. Und wenn ihr das in einer Kurve zum Beispiel macht, dann kann es sein, dass euer Rad sich querstellt, blockiert und ihr aus der Kurve fliegt. Oder auch auf Schotterpisten kann das ganz schnell passieren. Und jetzt, für alle, die nochmal eine genauere Erklärung haben, warum das so sinnvoll ist und warum das manche Fahrschulen falsch lernen, beziehungsweise nicht hundertprozentig so lernen, wie es sinnvoll ist, gerade bei den neuesten Motorrädern, bitte ich euch, einfach auf das i zu klicken, da kommt ihr zu meinem richtig Bremsen-Video, da erkläre ich das nochmal im Detail, wie das funktioniert und wie man das macht. Kleine Randnotiz, bei der BMW G13 hinter mir ist es sogar so, dass ich mit einem einzigen Finger das Motorrad zum kompletten Stillstand bringen kann und das wirklich schnell. Auch kann ich das ABS sogar auslösen damit. Also diese Sache mit Bremse zu schwach und so, das gilt einfach nicht, weil mit einem Finger oder 2 Fingern kannst du wirklich die gesamte Bremse ausnutzen. Aber genug zum Thema Bremsen, ich hätte gesagt, wir springen weiter. Warum kuppeln wir dann eigentlich auch nur mit 2 Fingern? Das hat auch den Grund, genauso wie beim Bremsen, 2 Finger sind am Hebel, 2 Finger sind um den Lenker. Ich kann, wenn ich durch ein Schlagloch fahre, einfach besser reagieren und habe meine Hände direkt am Lenker, kann aber auch die Kupplung wirklich fein bedienen und wenn ich zum Beispiel zur Ampel hinkomme, kann ich Balancieren üben, einfach mit dem Kupplungsspiel und ein bisschen Gas. Dazu kommt nochmal dezidierter Tipp, aber dazu später mehr. Ich hätte gesagt, wir springen weiter. Nimm einen Fuß und steig mit einem Fuß am Boden und lass den anderen Fuß auf der Hinterradbremse. Warum? Du kannst erstens beim Berganfahren gleich mit der Hinterradbremse arbeiten, was du musst auch, damit du ordentlich wegkommst. Und zweitens, es macht auch Sinn, wenn du das gewöhnst, weil du hast immer die Möglichkeit, die Bremse zu bedienen hinten. Weil wenn du eben auch wieder in schwierigen Situationen bist und vorne zu stark bremst, wenn es ins Rollen kommt oder sonstiges und unter dir Schotter, dann stellt sich das Rad quer und du machst einen Abflug und genau das wollen wir eben mit der Form verhindern. Und auch hilft das, wenn das Motorrad am Umkippen ist, weil ihr könnt mit eurem Fuß, mit einem Fuß, der unten steht, das gesamte Gewicht vom Körper auf diesen Fuß legen und dadurch fällt das Motorrad nicht so leicht um. Ist ein super einfacher Tipp und kann jeder umsetzen und es hilft euch einfach. Gerade auch für Leute, die ein bisschen größer, kleiner sind auf den Motorrädern, kann sowas enorm wichtig sein, dass sich eine Technik zu überlegen, wie das funktioniert. Und der erste Tipp ist, nur einen Fuß zum Abstellen nutzen. Ach, die BMW G13 ist schon cool. Passt auch zu meinem Hoodie irgendwie. Finde ich geil. Weil wir gerade beim Hoodie-Thema sind, diesen Hoodie gibt es für 40 Tage jetzt zu kaufen.
Danach gibt es diesen Hoodie nicht mehr zu kaufen. Es wird keinen permanenten Merch-Shop geben. Also wenn ihr einen TomTour-Hoodie haben möchtet, könnt ihr nun einfach in die Beschreibung gehen und euch einen besorgen. Nächster Tipp ist schon ein bisschen Kurventechnik. Da kommt nochmal ein dezidierteres Video dazu. Also nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht mehr verpasst. Könnt natürlich auch gerne die Glocke drücken. Aber wir springen jetzt zu dem Tipp hin, absichtlich die Hinterradbremse zu benutzen. Und das klingt jetzt mega dämlich, aber jetzt mal ehrlich. Überlegt mal, wann habt ihr das letzte Mal die Hinterradbremse benutzt? Manche sind da sehr faul, ich zähle mich oftmals auch dazu, aber die Hinterradbremse hat einen Sinn. Gerade zum Beispiel für den Kurveneingang hilft mir die Hinterradbremse, wenn ich sie benutze, dass ich stabiler in die Kurve komme. Wenn ich vorne nicht zu stark überbremse, kann es wieder passieren, dass der Lenker sich fängt. Und mit der Hinterradbremse ist das Risiko einfach geringer, dass dich überwirft oder dass dich abwirft. Bei der Vorderradbremse kann es passieren, dass du, wenn du zu stark reinbremst, sich das Motorrad aufstellt. Und bei der Hinterradbremse, das hält dich mehr in der Spur und es funktioniert einfach sehr gut. Hier kann man erwähnen, dass manche Motorräder mittlerweile schon Kurven-ABS verbaut haben und da könnt ihr mit allem reinbremsen und das Motorrad hält super gerade. Nur das Problem ist, und das sage ich euch ehrlich, ich habe Kurven-ABS schon selbst viel getestet auch, gibt es ein dezidiertes Video, einfach aufs i klicken. Wenn ihr das nicht gelernt habt, mit der Hinterradbremse und mit der Vorderradbremse voll reinzuklangen, dann macht ihr das in einer Notsituation auch nicht. Das heißt, ihr müsst das üben und bewusst üben, die Hinterradbremse bzw. die Vorderradbremse einzusetzen. Hier empfehle ich euch einfach mal, vorsichtig ranzutasten, wie das funktioniert, und ihr merkt es eh, die Physik wird euch eh auf den richtigen Weg bringen, und wenn es sich unangenehm fühlt, einfach die Bremse wieder loslassen und weiterziehen. Der nächste Tipp ist mein Lieblingstipp, denn der hat mir sogar schon eine Medaille verschafft. Langsam fahren. Und wie macht man das? Man macht das mit Kupplung und Gas. Das ist so ein bisschen Balancierübung, Treilfahrübung, einfach besseres Gleichgewicht am Motorrad zu erhalten. Das kann man vor Ampeln machen, das kann man am Parkplatz machen, das kann man aber auch gegen Freunde spielen. Ein Slow Race zum Beispiel. Ist unglaublich lustig und ich habe das immer gerne gemacht und wir machen es auch immer wieder, weil es einfach ein lustiges Thema ist. Und gerade vor der Ampel, wenn du nicht die Füße abstellen musst, so wie andere, die dann dort stehen mit den Füßen unten und warten, kannst du dich derweil schön mit dem Balancieren spielen. Wie funktioniert's? Als allererstes, du musst immer ein bisschen Grundgas geben und die Kupplung schleifen lassen und mit der Kupplung arbeiten. So lernst du einfach diesen Kupplungsmoment besser kennen, beziehungsweise den Kupplungspunkt lernst du so gut kennen. Dabei lernst du auch wieder dein Motorrad besser zu verstehen und besser zu handeln. Und das ist ja das Ziel. Wir wollen das Motorrad möglichst smooth, möglichst einfach und möglichst effizient und möglichst schnell bewegen können. Und wenn du die Basics beherrschst, dann beherrschst du auch das schnelle Fahren. Weil ich es besonders witzig finde, erkläre ich euch kurz noch, was ein Slow Race überhaupt ist. Da geht es darum, dein Kumpel und du starten vom selben Moment, das kann zum Beispiel zu einer Ampel hin sein. Und du tippst ihm auf die Schulter und sagst, so, jetzt Slow Race. Komplett runterbremsen, Füße müssen beide permanent auf dem Motorrad bleiben und ihr spielt euch nur mit Gas und Kupplung. Wer zuerst den Fuß nach unten gibt, hat verloren. Und das Gemeine ist nämlich, wenn du zur Ampel hinkommst und sie rot ist noch immer, und du dann aber zu schnell warst, musst du deinen Fuß runterstellen und hast verloren. Und dann gilt es, dass du den nächsten Kebab oder weiß ich was ich dann zahlen musst. Finde ich ein witziges Spiel und mir macht das immer enorm viel Spaß, weil man so seine Freunde ein bisschen betteln kann. Weil ganz ehrlich, Rennen auf der Straße sind immer sehr schwierig und extremst illegal und extremst gefährlich. Da ist so ein Slow Race doch einfach viel einfacher und unkomplizierter und du hast keinen Stress mit den lieben Polizisten da draußen. Das Coole ist, wenn du mit dem Hinterradbremsen noch reinbremst, wirst du noch langsamer und kannst noch mehr Slow Race machen. Und beim Motor schafft man die Ruhe. Beim Motor schafft man sich so ruhig und langsam. Und im Endeffekt spielt sich beim Slow Race wirklich alles mit Kupplung, Gas und Hinterradbremse ab. Wenn du mit der Vorderradbremse bremst, wirst du instabil. Du musst also den Fuß möglichst auf der Hinterradbremse platziert haben, bremst leicht mit der Hinterradbremse rein, tust gleichzeitig die Kupplung schleifen lassen und gleichzeitig Gas geben, etwas, weil der Motor hilft dir noch ein bisschen Stabilität reinzubringen. Und mit diesen kleinen Sachen kannst du jeden abziehen normalerweise, wenn du es ein bisschen übst.
Gratuliere, Tom. Danke. Du bist der Langsamste. Ja! Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um mir zu helfen, die 50.000 Abonnenten zu erreichen. Und wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, Daumen nach oben. Mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Haut rein und pfiat euch!